Am Mittwoch gingen an der Martin-Luther-Universität die Studentenproteste weiter. Aufgerufen hatte das Aktionsbündnis MLU Perspektiven gestalten. Anlass war die Senatssitzung im Audimax. Auf dem Uniplatz versammelten sich Studierende aller Fachrichtungen sowie Lehrende, um gegen den geplanten Stellenabbau zu protestieren. Nachdem sie sich lautstark Gehör verschafft hatten, nahmen sie auch an der Senatssitzung teil. Die MLU muss ein Defizit von 6,5 Millionen Euro ausgleichen und will das über nicht neu zu besetzende Stellen erreichen. Professuren, die durch Emeritierung frei werden, sollen wegfallen. Das würde ganze Institute wie die Sport- oder Medienwissenschaften vor das Ausstellen. Am 19. Dezember will das Rektorat die Hälfte der zur Streichung vorgesehenen Stellen bekannt geben.